Moin, mein Name ist Nicolai Profi. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ark Storytime. Wir haben heute ein bisschen was vor. Und zwar werden wir, glaube ich, mal als allererstes, beziehungsweise bevor ich anfange, wir haben die 2000 Abonnenten auf dem Kanal erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt mal Fragen, die ihr an mich habt. Ich möchte jetzt Abonnenten-Special ein Q&A machen. Einfach Fragen in die Kommentare hauen. Ich werde die dann in einem Video beantworten. Alles, was bis Sonntag irgendwann eintrudelt, werde ich wohl noch mit reinnehmen. Das erstmal dazu und Dankeschön. Aber was wir machen können, ist folgendes. Wir haben jetzt so ein paar Akairu hier, weil ich die halt mal gepaart habe und so weiter und habe eben mal schnell die ganzen Eier rausgeschmissen. Wir haben einen weiblichen Moshops vor uns, den habe ich schon mal gestern hier reingeschmissen und wir brauchen mal Honig, einer riesigen Biene. Und den werden wir jetzt mal damit zähmen. Ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt machen müssen. Bis wir ihn gezähmt haben, soll wohl immer das Essen wechseln, das er gerade braucht. Hat geklappt bei Singleplayer und mal 5 verträgt sich gut. Dann folgendes. Das ging jetzt viel zu schnell. Der soll nämlich sehr gut Polymer farmen können, was wiederum, hallo und bleiben Sie bitte hier. Was wiederum bedeutet, dass er halt ideal für uns wäre, wenn wir die Pinguine irgendwie loswerden wollen und Polymer haben wollen, richtig. So, haben wir schon mal das gemacht. Das heißt, wir werden gleich nochmal irgendwie sowas bauen, wo wir dann die Pinguine reinschmeißen mit dem Moshop zusammen und dann gibt's ein bisschen Kloppe und dann gibt's viel Polymer für uns, was wir dann benutzen können für den Industriekoffer, den wir schon seit Ewigkeiten machen wollen. Dann war ich fleißig und habe gestern mal ein bisschen gefarmt und habe auch schon mal ein paar Dinge hergestellt, damit wir ein bisschen an der Base weiterbauen können. Und ich werde es gleich so machen, dass ich mich irgendwo draufstelle und ihr immer wieder Bilder seht, wie es dann sich hoffentlich verändert. Damit fangen wir erstmal an. Ich würde sagen, let's go. So sieht das Ganze also jetzt aus. Ich habe jetzt ungefähr so eine halbe Stunde dran gesessen, ein bisschen rumgebaut. Ich zeige euch einmal alles, was sich jetzt quasi verändert hat und was ich mir dabei so gedacht habe. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal neben dem Brontos an. Hier war ja einfach nur so eine Steinfläche, wo vorher mal ein Fiomia drauf stand. Und jetzt ist es eben so, dass wir hier die ganzen Dungbeetles drin haben und die ganzen Schnecken und die quasi hier für uns arbeiten und produzieren. Ich werde hier noch eine Tür einbauen, dass wir auf jeden Fall durch den Keller auch noch hier reinkommen. Dann finde ich immer von außen reingehen müssen, würde das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen praktischer machen. Unten einfach mal diese Dinger benutzt, also diese halben Wände, damit es ein bisschen realistischer aussieht und die da nicht durchkommen könnten. Dann haben wir nun folgendes. Wir haben hier vorne noch eine Treppe, die nach vorne führt. Ich werde das noch anpassen, dass das hier auch weiter runterkommt, damit das ziemlich gleich aussieht einfach. Und momentan ist es ja auch so, dass es halt in dem Brenner drin steht. Das wird alles noch wegkommen, hatte ich aber gerade einfach keine Lust zu. Wir wollen auch noch so ein paar Sachen machen in Ark. So, hier oben haben wir quasi einmal so eine Art Catwalk, der einmal ringsrum um alles geht. Finde ich ganz nice. Man kann mal ins Gewächshaus reingucken. Man kann vor allem mal hier die Aussicht genießen, in den Sumpf gucken, beziehungsweise über den Sumpf gucken, was ziemlich nice ist. Irgendwo hier werden wir wohl noch die Paras mit aufbewahren, dass die immer hier spawnen können und rumschreien können. Und eigentlich sollte das hier oben so der Wohnraum werden. Wohnraum. Es werden aber noch ein paar Geräte hier zukommen, Tech-Generator und so weiter. Der passt halt unten nicht mehr rein. Aber ich glaube, wir werden hier so eine Art offenes Konzept führen. Das heißt, dass wir hier gar keine Wände reinziehen, sondern nur so ein Dach. Mal gucken, ob ich da irgendwas Cooles hinbekomme. Gehen wir einmal runter in den sogenannten Keller. Hier hat sich eigentlich nicht so viel verändert, außer dass wir jetzt hier alles hochgezogen haben und das Ganze jetzt dicht ist und wir haben halt eine Tür hier drin, die ich schon vor der Folge eingebaut hatte, damit wir eben auch schnell rein und rauskommen und nicht immer erst oben lang müssen, damit wir dann eben hier reinkommen. Das ist so im Prinzip das. Es soll hier noch so ein Dach reingezogen werden, wo dann die Flugdienste oben rauf können und sowas. Wird auf jeden Fall ganz nice. Habe ich ab und zu mal Lust drauf, sowas zu machen. Wird auch, glaube ich, ein cooles Tutorial. Auf jeden Fall können wir jetzt als nächstes mal so ein kleines Gehege bauen, denn wir müssen ja mal ausprobieren, ob das mit den Pinguinen so klappt, wie ich mir das vorstelle. So, die Kammer steht quasi. Ich werde jetzt einfach mal alle Kairukus hier reinschmeißen und dann mit dem Moshops ankommen. Ach, was, den kann man reiten? Ah, wusste ich gar nicht. So, alle Pinguine sind auf jeden Fall drin. Und ich habe einen kleinen Denkfehler gemacht. Ich habe die natürlich alle vorhin schön auf mich geprägt. Das heißt, ich kann da zwar jetzt reingehen, aber werde halt keinen Damage machen. Zumindest nicht mit dem Moshops. Das heißt, ich muss mal eben selber die Hand anlegen. Das sind auch einfach unglaublich viele. So, was sagt denn jetzt der Moshops, wenn ich da mal reinhacke? 6 organisches Polymer ist doch aber gar nicht so viel. Oder täusche ich mich da? Ich meine, da kriege ich doch aus meinen deutlich mehr raus, oder? Also wenn ich das mit meiner Zuckerstange mache. Moment, Erntestufe ansehen plus 5 verfügbar. Moment. Organisches Polymer. Gewichte Ernte 100%. Menge 100%. Was? Machen das einfach mal. Mal sehen. Ja, da habe ich jetzt auf einen Schlag 105 Polymer rausbekommen aus 10, 11 Pinguinen. Das ist ziemlich wenig eigentlich, oder täusche ich mich? Habe ich eventuell irgendwas falsch gemacht oder ist er gar nicht so krass effektiv? Weil mit der Zuckerstange bin ich ja schneller gewesen. Da habe ich doch 20 teilweise rausbekommen pro Pinguin. Wir müssen mal gucken. Wir lassen die einfach sich nochmal paaren und der Ding ist damit die einfach nochmal ein, die Hatchery. Und vielleicht kriegen wir, wenn das kleine Kinder sind,
Das klingt so fies alles. Mehr Polymer raus. Das könnte natürlich sein. Und ich hätte auch mega Bock einfach, dass wir so eine automatische Polymerfarm bauen, wo halt die Babys immer runterdroppen und dann einfach der Moshops kommt und alles kaputt macht und farmt. Außerdem könnten wir uns eigentlich auch mal so eine Elektrofarm machen, ne? Fällt mir ein, den Tech-Paras. Das würde auch funktionieren. Wir hätten da auch den Platz für und das wären auch ziemlich coole Tutorials eigentlich. Beziehungsweise Guides. Schauen wir mal. Das war jetzt auf jeden Fall irgendwie nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Aber immerhin ein bisschen Polymer. So, aber was wir jetzt mal machen können, wir können noch eine Höhle machen. Also wir haben eh noch ein paar Höhlen, die wir machen können. Aber eine relativ leichte, wo wir auch mit einem Wolf reinkommen. Das heißt, darauf bereiten wir uns mal ganz kurz vor. Ich zeige so ein bisschen, was wir da machen, um uns vorzubereiten. Denn das war ein Kommentar unter einem Video. Kannst du mal eine Guide dazu machen, wie man eine Höhle macht? Und ich sage immer nein, weil das ist nicht unbedingt die Content, die ich auf meinem Kanal zeigen möchte. Aber ich kann euch mal zeigen, wie man sich da so ein bisschen drauf vorbereitet. Erstmal hat natürlich der Kenner sich im Internet informiert, was man für die Höhle alles braucht. Habe ich jetzt in dem Fall tatsächlich gar nicht gemacht, aber wir nehmen einfach mal eine Schneehose mit, weil wird, glaube ich, ein bisschen kalt werden. Die machen wir natürlich nochmal vorher heile, weil das vergesse ich gerne mal und das ist nicht gut. Ansonsten kann man auch immer schön ein paar Enterhaken mitnehmen, ist auch nicht verkehrt. Einfach mal ein paar craften, wir können keine craften, warum können wir keine craften? Ich baller da einfach mal 10 von durch. Als nächstes kann man dann Schlafsäcke machen. Ich nehme da immer so 6 Stück einfach von mit, falls nämlich der äußerst unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass ich sterbe. Dann kann ich da respawnen und meine Sachen gleich wiederholen. So, den ganzen Kram packe ich in der Regel in mein AG, weil der kann natürlich ein bisschen mehr tragen als ich. Dann habe ich den ganzen Kram nicht dabei. Ich habe nochmal kurz 2 kleine Pinguine schlüpfen lassen, einfach aus Interesse. Den können wir jetzt auch Schaden machen und da kriegen wir raus 4 organisches Polymer. Ich habe das Gefühl, irgendwas mache ich falsch. Ich bin dem Mysterium auf der Spur. Ayman Abdallah wurde auch schon eingeschaltet. Aber zurück zum Thema. Und was ich noch gerne mache, ist folgendes. Ich stelle mir dann immer noch schön medizinisches Gebräu her. Pack mir das einfach unten irgendwie in die Leiste. Dann statt des Essens zum Beispiel könnt ihr herstellen im Kochtopf. Und zwar braucht ihr dafür Narkosemittel, Tintubern und Wasser. Außerdem macht es Sinn, dann wenn ihr ein Tier mitnehmt in die Höhle, das auch noch mit gebratenem Fleisch zu füllen, beziehungsweise mit gegrilltem Fleisch, weil das soll einfach ein bisschen mehr Leben regenerieren. Essen und Trinken ist klar, solltet ihr auch mitnehmen und dann würde ich sagen, geht das los jetzt hier. Und selbstverständlich solltet ihr, wenn ihr Enterhaken mitnehmt, 2 Armbrüste dabei haben, eine für Enterhaken, eine für normale Munition, damit ihr euch auch ein bisschen verteidigen könnt und dann seid ihr soweit eigentlich ganz gut aufgestellt. So, wir sind quasi da. Das Ganze befindet sich hier irgendwie unter der Kano Island. Pflanzen, wahrscheinlich Pflanzenfresser, oder? Fleischfresserinsel, irgendwie hat die so ein bisschen den Ruf weg, dass sie heftig ist, ist sie aber wenig. Das Problem ist jetzt, es ist so dunkel, dass ich natürlich erstmal den Eingang finden muss, ne? Ist klar. Und das nächste Problem ist, ich hoffe, ich kann den Argentavis ein Stück mit in die Höhle reinnehmen, damit er jetzt hier nicht angegriffen wird, weil ich wollte eigentlich einen Kryoport machen. Ah, hier ist er. Natürlich ist direkt davor ein Kano und nervt rum. So, hier ist er, der Eingang. Wir kommen auch ein Stück mit Magi rein. Ich bin im I. Hä? Nee, ihr bleibt mal hier beide. Ihr bleibt mal beide hier. So, hier könnte es sein, dass das ein bisschen frisch wird. Pfeift den Argiman noch ein bisschen rein hier. Ach, natürlich. Ich mache hier ein vielleicht zeigen, wie man sich darauf vorbereitet auf so eine Höhle und vergesse ganz, dass ich die Schlafsäcke legen muss. Ich verlasse mich schon darauf, dass das funktioniert einfach. Und die Rüstung ist auch noch im Argi. GG. Ah, Schlafsäcke könnt ihr tatsächlich auch einfach mal hier drinnen gerade platzieren, weil wir müssen hier ein gutes Stück runter, aber eigentlich außerhalb der Höhle. Jetzt haben wir soweit alles. Armbrust haben wir nicht heile gemacht. Vorher war auch wieder 200 IQ. Hier ist kalt. Siehst du, dann können wir doch jetzt hier schon mal eigentlich die Rüstung anziehen. Hier müssen wir einmal durchschwimmen. Eigentlich sollte man das hinkriegen mit dem Dingsi, mit dem Wolf. Das dürfte nicht so weit sein, bin ich der Meinung. Hier geht's auch schon wieder hoch. Ja. Oh, hallo. Wir halten mal kurz fest, ne? Ich bin auch maximal dumm, okay? Ich bin maximal dumm. Ich wollte einen Kryoport machen, hab mir das heute überlegt vor der Aufnahme. Weil es gibt ja auch so ein paar Jumps mit den Wölfen, wo man die lieber drüber trägt, dann später auch, wenn man wieder raus will, ne? Aber nein, der Herr macht einfach keinen Kryoport, geht so in die Höhle rein, der weiß einfach alles besser. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir schauen jetzt mal, wie Kowalski sich hier schlägt tatsächlich in der Höhle im Vergleich zu Skipper. Also weg mit dir. Weil man kann hier auch fies runterfallen, ne? Ich zeige euch das mal so ein bisschen. Das geht hier nämlich ganz schön bergab, immer, ne? Da wäre ein Kryoport auf jeden Fall eine Idee gewesen. Sonst lassen wir notfalls den Wolf einfach kurz hier stehen. Holen Kryoport und holen ihn dann wieder zurück. Ist zwar ein bisschen der größere Aufwand, aber kein Bock, wieder einen Wolf zu verlieren. Und hier können wir... Ist da ein gelber Drop unten? Nee. Was ist das da unten? Das ist auch so geil. Wie ich meinen Kopf wege, um da hinzugucken. Bringt halt, macht halt keinen... Ach, sag mal so, es macht halt keinen Unterschied, ne? Wenn ich meinen Kopf hier bewege. Nee. Freund, ich wollte da gerade mal gluschern, was da für ein Drop ist eventuell. Und du kommst hier aus dem Hinterhalt. Das finde ich nicht gut. So haben wir nicht gewettet einfach auch. So. Ach, ein Dungbeetle ist das. Ein sogenannter Dungbeetle. Kennt viele noch gar nicht in Ark. Jetzt kommen die alle. Oh, das war dumm. Das war... Und ich habe ihn gerade gelevelt und er freut sich jetzt. Oh, nee. Freunde.
knapp, ne? Aber Kowalski steht noch. So, hauen wir mal kurz ein bisschen von dem guten Fleisch rein. Der hätte selbst Skipper-Probleme gehabt. Der hätte 6k Leben. Wir sind jetzt bei 4k ungefähr. Das war schon nicht ohne auf jeden Fall. Eieieiei, ein Glück ohne Ende. Ich wollte nur hier einen Zwischensprung machen, dann hier rüber. Und der kommt mir jetzt so, dass er mich da langsliden lässt. Ich bin nicht Tony Hawk, ey. Ich hab den Otter nicht mitgenommen. Ah, Leute, wenn ihr einen Otter habt, nehmt den auch mit. Der kann Artefakt sammeln, das ist gut. Jetzt muss ich ja so oder so zurückfliegen. Nervig. Das war wieder maximal dumm, ey. Zu viele Viecher, die wieder auf einmal kommen. Solange die mich nicht runterziehen, ist alles gut. Schön. Ach, zur Abwechslung waren Skorpionen und Spinnen. Aber die können halt auch nichts machen hier, ne? Die können nichts machen. Wenn der alte Kowalski ankommt, dann ist sie auch Sabbat. Dann hat sich das auch einfach mal erledigt. So, Freunde. Der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Hat sich dieser Job gelohnt? Ist das ein... Das ist ein Sattel, eine Blaupause für so einen Delfin, ne? Den Anknüpfsattel können wir ganz ehrlich... Können wir uns auch schenken, ey. So wie es ist, brauchen wir nicht. Oh, oh, ja. Hinterhalt, Hinterhalt, Leute, Hinterhalt. Das gibt's doch gar nicht. Haben die gewartet, du. Wie gewieft. Tschüss. Einfach no chance gegen den guten alten Kowalski. Hallo, bitte entfernen Sie sich vom Artefakt. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das? Holy. Alter. Nicht jetzt. Ich weiß nicht, die können doch bis... Ah, das sind diese Megalanias, ne? Davon brauchen wir auf jeden Fall noch das Blut und so. Die haben aber gar nicht so viel Leben, aber die machen, glaube ich, gut Damage, oder? Das Problem ist immer, wenn ich anfange, mich ein bisschen über arg lustig zu machen, dass es zu leicht ist, dann kommt irgendwas an und will mich komplett auseinandernehmen. Das ist halt... Karma haut hier auf jeden Fall hart rein. Aber das ist gut. Wir brauchen das Blut von den Megalanias für die Bosse, glaube ich, später. Gerade abspringen, um ein Bild auch noch für Thumbnail zu machen und dann kommen die einfach ran. So, Kollege Schnürschuh, wo bist du? Oh, zwei Schüsse und er ist schon angeschlagen. Tot! Na, Freund, wo ist der nächste? Lass dir gleich Kowalski den letzten Hit einfach machen. Der hat ein bisschen mehr aus. Kowalski, gib alles! Kowalski! Oh, da habe ich nicht das Gift liegt hier noch, glaube ich, dann drin. Megalania-Gift. Yes, sehr schön. Nice. Ah, nee, doch, da hat eine Tasche gestoppt. Der hat eine Tasche gedroppt. Ich dachte eben schon, der hätte keine gedroppt, aber gleich falsch. Hier gibt's noch Gold unten. So, dann nehmen wir das doch einmal mit, das Artefakt des Fressers, und hoffen, dass das schnell respawnt. Und kriegen jetzt mal Kowalski irgendwie raus mit einer Kryokapsel und... Oh, 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 was soll das denn? Nein, 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 komm her, alle bleiben hier. Alle bleiben hier. Ei, was geht jetzt ab? Ich wollte nur einmal kurz raus einen Otter holen. Es blendet, das Licht, ich sehe doch nichts. Ich weiß nicht, was die Rex für ein Level haben. Ich muss das mal kurz abchecken. Ich hasse Arc so sehr. Nie sind hier Rexe bei uns auf dem Server gewesen, als wir leveln wollten, ne? Und jetzt komme ich hier raus. Steht, ei, zwei davor. Oh, ei. Der kommt jetzt zum Glück nicht rein, ne? Level 45 ist gar nicht so hoch, aber ich schieße einfach mal rein. Jo, so viel mal zu dem Thema. Nein, ich sehe halt, das Licht ist halt viel... Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. So, tschüss. Wo ist denn der Rex? Sicher! Wo ist der Argentavis? Hä? Warum ist der neben? Ey, ist der in der Map drin? Nee, Leute. Aber da ist doch gar kein Gang. Ach, was soll denn das? Jetzt ist der neben uns in der Wand. Wie ist das denn? Kommt man da hin? Ah, nee, der ist... Ich freue mich auf die Kommentare. Ich freue mich maximal auf die Kommentare. So, dann sollte es aber auf jeden Fall gewesen sein mit dem Video. Wenn dir das... Was ist denn hier? Warum hier so eine Riesen-Range? Du hast jetzt noch die Möglichkeit, den Kanal hier zu abonnieren. Ist auf jeden Fall ein Muss. Ansonsten Daumen nach oben geben nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.